Das nächste, was wir uns anschauen im Arbeitsrecht, sind die Quellen des Arbeitsrechts. Schauen Sie mal, wie viele Quellen, wenn Sie einfach nur auf die Vorstrukturierung Ihrer Unterlagen schauen, wie viele Quellen haben wir? Schauen Sie in die Unterlagen. Wie viele Quellen? 6 Quellen, sehen Sie das? A, B, C, D, E, F. Ja? 6 Quellen. Ja? Was folgt daraus? Arbeitsrecht ist nicht einfach. Ja? Können wir jetzt schon sehen. Wenn etwas nicht eine Quelle hat, sondern 6 Quellen, haben wir 6 unterschiedliche Einflussgrößen. Können wir jetzt schon sagen, Arbeitsrecht ist ein relativ kompliziertes Rechtsgebiet. Ja? Steuerrecht ist ein kompliziertes Rechtsgebiet. Arbeitsrecht ist auch ein sehr oder relativ kompliziertes Rechtsgebiet, weil wir allein 6 Quellen haben. Ja? Erste Strukturzahl 2, kollektiv, individuell. Zweite Strukturzahl 6, 6 Quellen des Arbeitsrechts. Halten wir sie mal fest. A, die Gesetze, diverse Einzelgesetze. B, zweite Quelle, Entscheidungen BAG. Entscheidungen BAG, Entscheidungen Bundesarbeitsgericht. Wo ist das Bundesarbeitsgericht? Ja, da war es mal, in Kassel war es mal. Das ist jetzt in Erfurt. Ja, das ist die höchstrichterliche Instanz im Arbeitsrecht. Ja, Sie erinnern sich an den Instanzenzug, den wir besprochen haben. Ja, Sie erinnern sich. Höchste Instanz im Arbeitsrecht ist das Bundesarbeitsgericht und das ist in Erfurt. Das heißt, Arbeitsrecht ist nicht unwesentlich Richterrecht. Sie erinnern sich, was wir besprochen haben? Gesetzesbasierte Systeme und Richterrechtssysteme. Ja? Hier haben wir, obwohl wir ein gesetzesbasierendes System haben, Richterrechteinfluss. Und zwar höchstrichterlich vom Bundesarbeitsgericht. Dritte Rechtsquelle ist die herrschende Meinung. Kürzt man ab mit H.M. Die herrschende Meinung. Das meint die herrschende Meinung der Wissenschaft. Ja, die herrschende Meinung der Wissenschaft, denn wir haben schon gelernt, an den Gesetzen hängen unten die Kommentare dran. Und in den Kommentaren klärt man die Auslegung, zum Beispiel die Auslegung der unbestimmten Rechtsbegriffe, die wir ja auch schon besprochen haben. Und dort ist vorherrschend die herrschende Meinung, das heißt, was die überwiegende Zahl der Wissenschaftler meint, wie das zu interpretieren ist. Ja, es gibt herrschende Meinung und Mindermeinung. Wenn Sie Karriere machen wollen, müssen Sie eine Mindermeinung vertreten. Ja? Also das sind die Kommentare. Dann, vierte Rechtsquelle, Tarifverträge. Ja? Kollektives Arbeitsrecht beeinflusst das individuelle Arbeitsrecht. Tarifverträge. Wir haben in Deutschland rund 43.000 Tarifverträge, muss man sich mal vorstellen. Dann die Betriebsvereinbarungen. Was ist eine Betriebsvereinbarung? Das ist eine Vereinbarung zwischen dem Betriebsrat als Vertretung der Arbeitnehmerschaft und dem Arbeitgeber, der Geschäftsführung. Das ist eine Betriebsvereinbarung. Auch das ist Quelle des Arbeitsrechts. Ja, das steht im Arbeitsvertrag oft drin. Es gelten die Betriebsvereinbarungen. Die sind zu beachten. Und F, die betriebliche Übung. Das ist eine Art Gewohnheitsrecht und das schauen wir uns im nächsten. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.